Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, was guckt denn so, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier mit Marc Hagenbeck, der Mentalist Hallöchen. Und Gedankenleser. Ja. Und ich bin der Sashi und wir haben heute den 3. August und am 3. August haben wir ein Geburtstagskind. Und es ist ein Geburtstagskind, wo ich wirklich sage, ja, der hat was gemacht im Leben. Der hat zum Beispiel, das ist Regisseur, John Landis. Und der hat Blues Brothers gedreht und zum Beispiel eines der bekanntesten Videos weltweit, das Thriller-Video von Michael Jackson. Dafür war er verantwortlich? Ja, der war der Regisseur. Ja, das war John Landis. Das Thriller-Video war ja, glaube ich, damals State of the Art, ne? Oder? Wegweisend und ultimativ das Geilste überhaupt. Cool. Weißt du noch so? Cool. Ja, auch die Effekte so, ne? Und diese Platten, diese beleuchteten Platten und so. Nein, das war Billie Jean. Oh. Ach, scheiße, ja. Ich hab keine Ahnung, der Typ. Der ist gar nicht über... Ja, das war Billie Jean. Was war das mit den Zombies? Ja, ich weiß, dass es mit den Zombies war, aber ich dachte, der wäre da auch mit die beleuchteten Platten. Nee, ja. Das war Billie Jean. Aber du hast recht, das war Billie Jean. Ja. Stimmt. Das war da, wo die Zombies... Ja, ich kenne es doch. Natürlich, brauchst du mir nicht zu sagen. Wo er zum Schluss nochmal die glühenden Augen kriegt. Am Ende. So. Ja, genau. Wow. Genau, sehr geil. Ja, 3. August. Was ist am 3. August noch? 1958, am 3. August, erreicht die USS Nautilus als erstes Wasserfahrzeug den geografischen Nordpol. Da Ach sehen so. Wir sie. Ah, okay. Da ist sie natürlich nicht am geografischen Nordpol, wie man sieht. Ne? Nee. Da ist ja im Hintergrund da ist dann, ja die bei der Rheinbrücke in Neuwied. Ne? Ja, genau. Ja, also das war auch am 3. August. Und am 3. August ist noch was passiert? Ja. Und zwar am 3. August 1960 wird Niger von Frankreich unabhängig. Wir gratulieren ganz herzlich. Niger hier, Mensch. Gut gemacht. Ha? Und wir sagen bis morgen, bis zum 4. August, sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns. Macht's gut.